Hallo liebe, liebe Fotofreunde, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Heute das letzte Mal in diesen Jahren nochmal eine kleine Waldtour und ich habe mir erst gedacht, machst du das Abschlussvideo am Schreibtisch oder machst es draußen? Ja, ich mache es draußen, weil die Fotografie lebt natürlich von draußen und lebt nicht vom Schreibtisch, also gehen wir raus. Ja, der Wind weht ein bisschen. Und das verschafft mir immer schöne Tränen in den Augen. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Was ich heute vorhabe, ich möchte gerne heute ein bisschen Detailsaufnahmen machen, also Detailaufnahmen von Ausschnitten, vielleicht ein bisschen minimalistisch, vielleicht auch ein bisschen makro-pseudomäßig, ja, oder vielleicht auch ein bisschen in der Übersicht, ja, was man hier so geboten bekommt. Ich versuche heute nur ein Objektiv einzusetzen, das Samyang 35mm 2.0. Und viele haben schon angefragt, Pierre, hast du eine neue Kamera? Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar, ich habe mir die Nikon D7500 gekauft. Und die Nikon D7500 hat die meine alte D300S abgelöst. Das heißt aber nicht, dass ich mit der alten nicht mehr fotografieren werde. Warum eine Spiegelreflex und keine Spiegellose? Ja, das hat einfach einen ganz einfachen Grund. Erstmal wollte ich eine große Kamera haben, ja, dass ich auch ein bisschen was in der Hand habe. Ja, die ist groß und die hat noch ein bisschen Gewicht. Ja, ich mag das ab und zu sehr, sehr gerne. Und die Kamera ist rein auf Fotografie für mich ausgelegt. Ja, zum Film kann ich sie zwar auch verwenden, aber sie ist keine Vlogging-Kamera. Ja, und das war eben halt die Hauptentscheidung. Die hat 20 Megapixel und ich habe hier wahrhaft alle Bedienknöpfe, die ich hier brauche. Ich muss nicht ins Menü reingehen. Ich kann wirklich alles an der Kamera per Knopf sofort einstellen und habe dann mein Auswahlverfahren, was ich jetzt machen will. So, und das war der Entschluss. Und der zweite Entschluss war natürlich, sie ist wirklich sehr, sehr gut ausgestattet. Sie ist wasserfest, oder was heißt, sie ist witterungsfest, war wassergeschützt und staubgeschützt. Und das hat mir eine APS-C-Kamera der Spiegellosen einfach nicht geboten. Sie schießt mit 8000stel die Sekunde. Das wüsste ich jetzt nicht. Spiegellose APS-C-Kameras bei Nikon, die auch einen Sucher haben, die das können. Da hätte ich jetzt auf Vollformat switchen müssen. Ich habe die Kamera neu gekauft. Ja, und für das Geld hätte ich natürlich auch eine spiegellose Vollformat-Kamera bekommen können, zumindest gebraucht. Das ist gar keine Frage. Ich habe mich trotzdem hierfür entschieden, weil alle Objektive, die ich habe, bis auf 3 Stück, sind APS-C Objektive und die anderen 3 wie das hier, das ist ein Vollformat-Objektiv. Aber ich hatte jetzt nicht vor, noch meine ganzen Objektive zu tauschen, weil das hätte ein bisschen den Rahmen gesprengt. So, vielleicht mache ich noch mal ein extra Video zu dieser Kamera. Wer das gerne haben möchte, der schreibt zwar einfach unten in die Kommentare rein. Es ist nicht mal die neueste Kamera, ja. Sie ist schon 2-3 Jahre auf dem Markt, aber sie ist eine sehr, sehr gute Kamera und erfüllt ihren Zweck zu dem, was ich halt, was ich brauchen kann oder was ich halt mache. Und da reicht die mir vollkommen aus und hat eigentlich alle Sachen, die ich benutze. So, so viel ein bisschen zur Technik heute und dann geht gleich ein ganz großes Dankeschön heraus an alle Zuschauer, alle Abonnenten, die mich das ganze Jahr fleißig unterstützt haben, fleißig geliked haben und abonniert haben. Ja, ihr seid ganz große Klasse, großes Kino für mich und hätte ich so nicht erwartet, dass meine Videos euch bei euch so gut ankommen. Das freut mich natürlich sehr und es ehrt mich auch sehr und das soll auch im neuen Jahr oder im Jahr 2023 natürlich weitergehen. Ja, das war ein sehr, sehr... 22 war ein holpriges Jahr, sagen wir es mal so rum, mit vielen Umständen, die wir hier erlebt haben. Und trotzdem haben wir Videos produziert oder ich habe trotzdem Videos produziert, weil die Fotografie ist für mich einfach abschalten, ja, auf andere Gedanken kommen, einfach mal weg von dem Alltag. Und das macht es auch Spaß. Das ist das schönste Hobby, was man überhaupt machen kann. So. Für alle diejenigen, die das erst im neuen Jahr sehen, das Video, wünsche ich natürlich ein
frohes neues Jahr, gar keine Frage. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Und für all diejenigen, die das noch dieses Jahr sehen, dann wünsche ich natürlich einen schönen Ritt ins neue Jahr. Ja, kommt gut an. Ja, lasst euch ja gut beglückwünschen. Ja, und haltet eure Sachen fest, die ihr euch vorgenommen habt für Jahr 2023. So, ich will jetzt ein bisschen hier reingehen und will jetzt ein bisschen Detailaufnahmen machen mit der Kamera und dem Objektiv und mal sehen, ja, was dabei herauskommt. Wir haben leider keinen Schnee und keinen Frost mehr, sondern wir haben jetzt wieder so eher herbstliche Temperaturen, und auch herbstliche Temperaturen können aber auch im Ausschnitt eigentlich sehr, sehr schöne Motive abgeben. Und dann schauen wir mal, was mich alles so erwartet. Ja, ich habe vorhin schon mal ein bisschen Detailaufnahmen gemacht, also ein bisschen warm geschossen, sagen wir es mal so rum, ja, wo ich einen Zeitraffer gemacht habe. Die Bilder, die blende ich euch jetzt natürlich erstmal ein, und ich gehe in der Zeit meinen Weg erstmal hier lang, und dann gucken wir mal, was mich so alles so erwartet. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid, und wir hören uns dann nochmal. Also, bis gleich. So, manchmal können natürlich solche Detailaufnahmen oder Ausschnitte natürlich auch ganz, ganz tolle Bildergebnisse erzielen. So wie da haben wir natürlich hier so ein Stückchen, ja, so ein Restbaumstamm, der ziemlich hoch ist. Und ich versuche das mal jetzt hier im Video mal darzustellen. Ja, so wie ihr das jetzt hier seht. Ja, das ist so ein Stückchen Birke, schätze ich mal. Oder Buche, nee, Birke. Ja, und das Weiß, das kristallisiert natürlich auch wunderbar heraus. So, das kann ich natürlich jetzt einmal so aufnehmen, aber dann habe ich dann auf der rechten Seite wieder so einen Querast. Ja, sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus, ja, oder so. Oder ich mache es ein Hochkantformat, und auf jeden Fall werde ich so mein Foto mitnehmen, ja. Ist auch sehr interessant. Ja, ich gehe wieder auf offene Blende F2, damit ich einen unscharfen Hintergrund kriege und damit mir dieser Restbaumstamm ein bisschen hervorsticht. Und das ist auch eigentlich ein schönes Bild. So, ich mache jetzt mein Foto und dann gehen wir weiter. So, und gar nicht weit von unserem abgesägten Baumstamm entfernt haben wir hier den nächsten, ja, also diesen kleinen hier. Und das ist auch im queren Hochformat ein schönes Motiv.
Ja, habe ich jetzt auch mit offener Blende, so dass es schön zur Geltung kommt. Macht wieder unglaublich viel Spaß. Ja, was wir natürlich auch hier haben, gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, wenn das so, ja, so herbstig eigentlich wieder ist, ja, lohnt es sich natürlich auch auf dem Boden, ja, diese ganzen Blätter, die wir hier haben, einfach mal von oben nach unten abzufotografieren. Kommen auch schöne Motive dabei raus. So, weiter gehen wir. Wieder schön, wieder unterwegs zu sein im Wald und so ein paar kleine Detailaufnahmen zu machen. Nur mit einem Objektiv war heute, macht auch riesen Spaß wieder. Ja, so ist gar nicht so kalt. Wir haben so ungefähr 6-7 Grad. Ich habe aber trotzdem so kleine Fingerhandschuhe an, weil wenn man lange steht, dann merkt man das doch ein kleines bisschen. So, das letzte Mal dieses Jahr in dem Wald und das musste einfach mal sein. Ja, ich finde es immer besser draußen zu sein, als am Tisch zu hocken und euch da ein Video zu drehen, obwohl die mit Sicherheit auch Spaß machen. Aber wir fotografieren und wir reden über Kameras und über Bilder und das macht man, wenn man rausgeht. Ja, macht es einfach nach, nutzt die Zeit noch. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Urlaub und ich gehe jetzt erstmal weiter. Also, bis später. Ja, das Schöne ist, wenn man so auf Entdeckungstour in den Wald geht und man trifft auf etwas, was man nicht erwartet hat. Wie zum Beispiel, ja, da oben haben wir so einen Baumstamm und da sind noch Pilze dran. Ja, also ich habe alles erwartet, aber Pilze habe ich eigentlich nicht erwartet. Ja, hier unten sind auch alles voller umliegenden Baumstämme und da haben wir noch so Restpilze dran. Ja, die sehen schon nicht mehr ganz glücklich aus, aber ich habe sie trotzdem mitgenommen. Ja, blende ich euch jetzt gerade mal im Videoformat jetzt ein und das macht natürlich wieder unglaublich viel Spaß, wenn man solche Details rausziehen kann. Ja, solche Pilze da abzufotografieren oder solche Ausschnitte mitzunehmen. So, was ich auch entdeckt habe, hier haben wir so einen Baum. Ja, und dieser Baum, der hat so einen Abschnitt dazwischen, das sieht aus mit viel Fantasie wie ein kleines Gesicht, ja, wie so ein Waldgesicht. Das finde ich eigentlich irgendwie doch ein bisschen spannend und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und auch das habe ich natürlich mitgenommen. So, was wir natürlich auch haben zu dieser Jahreszeit, am Wegesrand stehen solche einzelne Sträucher. Ja, so ganz vereinzelt und das kann man dann minimalistisch natürlich auch mitnehmen. Macht unglaublich viel Spaß wieder. So, ich werde jetzt mal weitergehen und ihr seht jetzt erstmal die Bilder, die ich gemacht habe. Also bis gleich.
So auch ein herzliches Dankeschön geht an Murat. Ja, wer den Kanal nicht kennt, Murat vloggt, dann geht einfach mal da drauf. Er macht auch super, super Content, auch mit viel Drohnen, ja, und fotografiert auch viel und macht viele Wanderungen und ist auch ein großer Camping-Fan. Also wer den Kanal nicht kennt, einfach mal da drauf gehen. Ich verlinke es euch unten drunter, ja, in der Beschreibung, wo ihr den Kanal findet. Ja, warum vielen, vielen Dank an den Murat? Ganz einfach, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Es ging um einen Selfie-Stick, ja, für den Pocket 2 und den habe ich mir geholt und ist auch wirklich eine Bereicherung. Und ich zeige euch das jetzt erstmal, wie ich das hier vomstatten habe, also wie ich das aufgebaut habe und auch mit dem Akku, mit der Akkukapazität, wie ich den nachlade. So, jetzt könnt ihr hier sehen, das ist also dieser Selfie Stick und ich kann ihn natürlich hier unten jetzt einmal frei bedienen, ja, aus jeglicher Form. Hier oben kann man noch das ganze Ding ausziehen, ja, und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann wechselt der Modus, also in Selfie und andere Richtung, und beim Pocket muss ich jetzt immer dreimal drauf drücken und hier an dieser Stelle nur einmal und dann dreht sich das ganze Teil. Ja, ich habe jetzt hier unten einfach eine Arga Swiss Platte drunter geschraubt und kann jetzt mein Akkuladegerät verkehrt drum hier drauf packen. Da ist auch eine 1/4 Schraube drin. Ja, ich habe also zwei Verbindungen hier auf der Arga Swiss Platte. Die ist von KNF, kann man sich auch nachbestellen. Ja, und so kann ich jetzt den Pocket ganz einfach hier hinten nachladen. Das ist eigentlich eine super, super Idee. So, und ich habe mich natürlich am Anfang gefragt, was mache ich denn mit diesen, der Pocket hat ja also hier in der Mitte einen, so ein Joystick, und den Joystick, den kann man hier unten einfach drunter schieben und dann ist der bombenfest, ja, und dann ist das auch super gelöst. Ja, und so kann ich das also auch in der Hand nehmen, ich kann das ausziehen, ja, und kann es natürlich dann auch auf Stativ stellen, wenn ich zum Beispiel Zeitrafferaufnahmen machen will. Ja, ein super Teil, ja, und ich habe heute schon den Pocket einmal fast leer geschossen und jetzt habe ich ihn nachgeladen, jetzt hat er wieder 100%, also mit der Powerbank kann ich das bestimmt 5-mal laden, also ich kann den ganzen Tag filmen damit. Also Murat, vielen, vielen Dank dafür, für den Tipp, ja, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, das Teil, kann man auch ein Handy drunter klappen und das finde ich eigentlich sehr, sehr praktisch. So, jetzt gehen wir noch zum nächsten Motiv und dann hole ich euch einmal ran. So, und das letzte Motiv, was ich mit euch heute mitgehe, ist, wir haben hier so eine Baumrinde. Also ich drehe das mal rum, vielleicht ist das dann ein bisschen besser zu sehen. Ja, also es geht um den Stück Baum und diese Rinde, die da ist, die ist eigentlich sehr, sehr spannend. Also finde ich schon, kann man natürlich auch mitnehmen. Und den nehme ich jetzt noch mit einer offenen Blende 2.0. Ich werde sehen, einmal ein Querformat, einmal ein Hochformat, und das soll es dann heute auch wieder gewesen sein von mir. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Es hat mir wieder riesen Spaß gemacht, ja, und es war ein super Jahr mit euch und ich hoffe mal, nächstes Jahr ist das genauso wieder sehr interessant und ich freue mich da auf euch. Und wer meinen Kanal ein bisschen kennt, ja, ich habe lange mit der Nikon 5600 fotografiert. Damit fotografiere ich auch noch. Das ist jetzt meine B-Kamera, sagen wir es mal so, meine Backup-Kamera, weil die ja dieses Schwenk-Klapp-Display hat und diese Kamera hat das halt nicht. Ja, die hat nur ein Klapp-Display und das ist auch für mich erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, ansonsten nutze ich oft die kleine Kamera auch jetzt zum Filmen und das ist jetzt meine Hauptkamera und das macht auch unglaublich viel Spaß wieder. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen. Es wird nämlich langsam dunkel. Haltet schön die Ohren steif, rutscht gut ins neue Jahr hinein und ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Wir hören uns dann im neuen Jahr 2023 wieder. Rutscht mir gut rein und ich sage bye, euer Pierre. Ciao, ciao.